Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Stefan Gaming. Und ja, ihr seht schon im Titel, es gibt mal wieder neue Infos zur neuen Version. Ich hatte im letzten Video gesagt zum neuen Update, aber es ist ja eine ganz neue Version. Denn wir haben hier das Minecraft, es heißt wirklich nur Minecraft. Und es ist gerade eben vor ein paar Minuten, Sekunden, wie auch immer, in den Neuigkeiten steht hier, also hier ist es, steht hier was zu Minecraft. Yay! Und plattformübergreifendes Spielen, das heißt schon mal, das ist dann sozusagen dieses Better Together Update. Ich lese das mal vor. Plattformübergreifendes Spielen und eine physische Version für Minecraft im Juni verfügbar. Minecraft ist eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten, mit plattformübergreifend mehr als 144 Millionen verkaufte Einheiten. Die Minecraft Nintendo Switch Edition ist bereits für Nintendo Switch erhältlich. Ab Juni wird dann auch die Minecraft Bedrock Engine auf Nintendo Switch verfügbar sein. Und ab dem 21. Juni ist eine physische Version im Einzelhandel verfügbar. Die Bedrock-Version von Minecraft enthält tolle, zuvor bereits veröffentlichte Inhalte, wie zum Beispiel das Mashup Mario. Ermöglicht Spielern aber auch das plattformübergreifende Spielen mit Freunden auf anderen Plattformen. Zudem wird Minecraft Nintendo Switch Online unterstützen, sobald der kostenpflichtige Mitgliederservice im September verfügbar ist. In einem neu hinzugefügten Shop im Spiel, Minecraft Marketplace genannt, können Nutzer von der Community erstellte Inhalte wie zum Beispiel Skins, Welten und Texturen mit Hilfe der neuen virtuellen Spielwährung Minecoins für ihre Minecraft-Welt beziehen. Nutzer, die bereits Minecraft Nintendo Switch Edition besitzen, können diese neue Version kostenlos im Nintendo eShop herunterladen, damit sie auch die tollen neuen Funktionen verwenden können. Mit Minecraft Nintendo Switch Edition kann die aktuellste Version dieses enorm beliebten Spiels überall und jederzeit genossen werden. Ja! Also, wir haben jetzt hier gehört, Minecraft Nintendo Switch Edition. Hier steht, Nutzer, die bereits Minecraft Nintendo Switch Edition besitzen, können diese neue Version kostenlos im Nintendo eShop herunterladen. Das heißt jetzt sozusagen, wenn ich jetzt hier mein Minecraft habe. Einen Moment. Warum zum Geier? Hab ich hier. Warum? Digga. Warte mal. Ich folge dem nicht mehr. So geht doch. Also, würde ich das jetzt so verstehen, wenn ich jetzt also hier schon Minecraft Nintendo Switch Edition habe, bekomme ich dann auch rein theoretisch diese neue Version kostenlos. Würde ich jetzt sagen. Und man kann jetzt eigene Skins erstellen. Ja. Ist doch cool. Frage ist jetzt nur, ich will noch mal kurz in den Shop. Wie viel Speicherplatz verbraucht das eigentlich jetzt? Hallo, bald erhältlich ist es doch noch. Ist es dort schon drunter? Baumaschinen-Simulation. Ist das hier? Wow. Warte, 1, 2, 3, 4 was von dem gleichen Spiel. Jurassic, was ist das? So ein Billig-Spiel? Wow. Okay. Lost Sea, zeig mal. Mensch, yes. Was ist das denn? Das ist ja so. Wow. Können wir mal ordentliche 3D. Hier ist es Minecraft. Spiele rausbringen. So Minecraft. So, 518 Megabyte. Und ich habe. Ja, das müsste reichen. Also, ich hoffe, ich kriege das dann auch kostenlos, wie das dann dort steht. Und dieses, wo man die Skins erstellen kann, werde ich mir dann sicherlich auch noch holen. Aber Leute, ihr könnt dazu beitragen, ihr könnt mir gerne über Nintendo eShop Karten spenden. Dann schickt ihr mir einfach den Code über Discord zu.
Und ja. Und dann könnt ihr dazu beitragen, sozusagen, dass ich dann ja, mehr euch zeigen kann. Sozusagen. Genau. Und schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich habe ein Let's Play jetzt zur Pokémon Tekken DX Demo gemacht. Ich glaube, da lade ich gleich noch den ersten Part mit hoch. Schreibt bitte in die Kommentare, was ich noch für Let's Plays zu Demos machen soll und welche Demos sich lohnen würden zu Let's Playen. Okay, das war's mit dem kurzen Video. Ich muss einfach mal ein paar Videos machen. Ich mache nur Livestreams. Egal. Das war's mit dem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und tschüss.